Hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Ich schicke Max heute los und zwar zu DM. Ich gebe ihm 50 Euro und ich bin gespannt, was er davon kaufen wird. Max ist gerade hinter der Kamera. Hi, ich muss mal gucken, was ich so für dich kaufen kann. Hast du schon so einen groben Plan? Ganz grob. Ich habe es Max übrigens vor 10 Minuten erst erzählt, dass ich das Ganze machen möchte. Das ist also jetzt relativ spontan. Bist du bereit? Ich glaube schon. Hier sind deine 50 Euro. Dankeschön. Also 50 Euro bei DM ist schon viel, ganz oder? Gut, oder? Kann man, glaube ich, gut was mit anfangen. Ich bin gespannt, was du alles holen wirst. Also du machst meinen Einkauf, ne? Ja. Okay, gut. Also Max kauft für mich quasi heute bei DM ein. Er nimmt euch natürlich mit, zeigt euch, was er holt und dann gucken wir uns das nachher gemeinsam nochmal an. Ich bin auf jeden Fall jetzt im Auto und ich werde mal schauen, was ich mit diesen 50 Euro so anstellen kann. Ich glaube nämlich ziemlich viel, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, jetzt ganz schnell zu DM. Los geht's. Ich bin da. Let's go. Zuallererst habe ich so eine Zahnbürstenaufsätze. Brauchen wir mal wieder langsam, deswegen. Let's go. Ich bin übrigens von der Rossmann-Tüte hier drin. Dann würde Christi, glaube ich, auf jeden Fall Zahnpasta kaufen, denn bei uns geht die Zahnpasta langsam aus. Nehmen wir mal 3 Stück mit. Bisher, vom Preis her, geht noch. Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr bei 8 Euro vielleicht. Deko darf nicht fehlen. Schminke darf nicht fehlen. Oh mein Gott, also das ist schon Parfüm, hä? Ich weiß nicht, was Christi an Schminke nehmen würde. Aber es steht auf jeden Fall fest, dass sie auf jeden Fall irgendwas nehmen würde. Aber nur was? So einen Nagellack braucht sie, glaube ich, nicht, weil sie macht sich immer Nägel. Oh Junge, ich habe keine Ahnung. Was sind das hier? Augenbrauen. Für Chrissy gibt es so einen Lidschatten. Ich hoffe, sie kann damit was anfangen. Keinen blassen Schimmer. Ich hoffe, das ist richtig, Chrissy. Das lässt du mich auch einfach in die Schminkabteilung. Ich bin damals in der Essensabteilung, denn hier gibt es richtig nice viele, hier gibt's richtig viele nice Sachen. Ich weiß aber noch nicht genau, was ich nehmen soll. Ich nehme jetzt hier einfach mal so einen veganen Fleischsalat mit. Können wir mal ausrühren, ob das gut ist, nicht gut ist. Und dann habe ich hier noch gesehen, gibt es auch so einen Geflügelsalat. Ich hoffe, dass es lecker ist. Keine Ahnung, jetzt haben wir erstmal gesehen, dass es sowas gibt hier. Veganer Feinkostsalat. Sieht eigentlich ganz okay aus, hoffe ich. Ich schätze übrigens, dass ich ungefähr bei 20 Euro umgekommen bin. Heißt ja fast 30 Euro. Ein bisschen was habe ich geholt und jetzt geht es aber absolut in die Dekoabteilung. Ich finde ehrlich gesagt, dass dieser Mini-Tannenbaum hier ziemlich abgeknickt ist. Ey, what the fuck? Aber ich glaube, den nehme ich mit, oder? Ich finde, das sieht ziemlich. Ich glaube, der könnte gut reinpassen bei uns. Dann nehme ich ebenfalls einmal so eine Kerze mit Let It Snow. Ihr müsst wissen, Chrissy ist verrückt nach Kerzen. Das passt auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Elfen mega witzig. Ja, das sind verschiedene, warte mal ganz kurz weg. Ene, mene, miste, das kommt in der Kiste. Ene, mene, weg und du bist weg. Den nehme ich. Sieht auch nice aus. Und ich habe gerade gesehen, es gibt hier gebrannte Mandeln. Die dürfen nicht fehlen. Ich glaube, Chrissy liebt gebrannte Mandeln. Ich habe hier gerade was gefunden, was ich noch nie gesehen habe. Es gibt Fruchtzwerge als Getränk. So mit Vanille und Kakao. Davon packe ich dann jeweils zweimal ein. Die werden gleich absolut probiert. Und jetzt geht's für mich zur Kasse. Ich bin gespannt. Ich glaube, es sind auf jeden Fall unter 50 Euro. Ich bin jetzt zurück im Auto und ich habe noch ein, zwei Sachen so eingepackt. Zeigen Chrissy und ich euch gleich auf jeden Fall alles. Ich glaube nicht, was es gekostet hat. Das Geld hat fast nicht gereicht. Der Kassenbon ist ziemlich lang und ihr werdet jetzt sehen. Also das hat jetzt ganze 46,75 Euro gekostet. Ich weiß nicht, kann ich hier näher rangehen noch? Hat jetzt 46,75 Euro gekostet. Alter, das war richtig knapp. Jetzt zeige ich mal alles Chrissy und ich bin super gespannt, was sie dazu sagen wird. Ob ihr alles richtig gemacht habt oder nicht. Max ist wieder da. Er hat eine Tüte mitgebracht. Ich würde sagen, wir gucken da mal zusammen rein. Ich bin gespannt, was du für 50 Euro gekauft hast. Es waren insgesamt 46 Euro und ein paar Cent. Oh, hast du das ausgerechnet? Nein, das war Glück. Ich hatte am Ende, Junge, hätte ich eine Sache mehr mitgenommen, hätte es nicht mehr gereicht. Ja, das stimmt. Erst was ich sehe, ein Tannenbaum, wie süß. Ich habe mich an der Deko ein bisschen versucht, weil du kaufst auch ultra gerne Deko ein. Ja. Wie sieht das? Ja, er ist ein bisschen schief. Ja, aber das kann man. Beim einen war das ganze Ding umgeknickt. Ja, aber an sich schön. Das Ganze hat 3,95 Euro gekostet. Mhm. Wird aufgestellt. Oh, das ist ein Glück gehabt. So, dann sehe ich hier noch mehr Deko. Oh, der ist süß. Junge, weißt du, wie schwer ist Deko zu finden eigentlich? Also für mich. Aber der ist doch ganz süß. Ist zwar ein bisschen bläulich-grün, aber nicht so sehr. Das stellen wir auch auf. Ja, das stellen wir auch auf. Wenn ich die nachher irgendwo nicht sehe. Ich habe darauf achte ich. Wenn die nachher nicht hier sind, dann. Nein, dem wird es geben. So, dann ist hier. Oh mein Gott, da bin ich gespannt. Geflügelsalat. Ja, keine Ahnung, hat sich lecker angehört. Geflügelsalat. Also vegan, ne? Ja. Ich muss sagen. Riecht ganz gut. Riecht ein bisschen wie Mittagessen. Ja, riecht irgendwie alles bio. Ah, hier ist noch einer. Fleischsalat, vegan. Da wollte ich mal ausprobieren, genau, weil bisher hatten wir immer Fleischsalat bei Rewe halt geholt, so vegetarisch oder so. Aber der ist nicht vegetarisch, sondern vegan. Und. Oh. Ist ja irgendwas anderes. Skeptisch.
muss man probieren. Also ich muss sagen, dass ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh Gott. Aber ich habe online gesehen, dass es da auch noch so einen veganen Eiersalat gibt. Aber der ist sowohl online als auch in den Filialen. Ja, die haben bei uns auch verkauft. Eine Kerze. Ja, ist eine Kerze. Also du liebst ja Kerzen. Und das ist so eine weihnachtliche Kerze. Dann einfach mal mit Let It Snow drauf. Die riecht auch gut. Vanille. Ach so, die guten Geruch. Die ist süß. Oh, die riecht nach Weihnachtsmarkt. Ich habe gebrannte Mandeln gekauft. Geil. Ich wusste ja gar nicht, dass sowas so zu kaufen gibt. Ich muss eine probieren. Ich auch. Probieren wir auch eine. Die schmecken ein bisschen gesünder. Also nicht ganz so süß wie die vom Weihnachtsmarkt. Aber die sind einfach nur mega nice, die werden auf jeden Fall aufgehen. Aber warte, die sind auch lecker. Von Naturally Pam. Die habe ich gar nicht gezeigt im Video, aber ja. Diese Nuss. Nussmix. Ja, genau. Für Müsli oder keine Ahnung was. Also Zahnpasta. Zahnpasta. Ich meinte gestern auch, wir brauchen langsam mal wieder neue Zahnpasta, weil unsere fast leer ist. Ich war aufmerksam. Sehr gut. Was sehe ich hier noch was für die Zahnbürste? Ich hoffe, die passen. Ich jetzt habe ich nur, dass sie passen. Das ist geil. Ist das? Hoffentlich. Fruchtzwerge als Getränk. Vanille. Und Kakao. Vanille. Kakao. Ich habe für jeden zwei genommen, weil ich möchte beide probieren. Also ich habe noch nie Fruchtzwerge als Getränk gesehen. Auch nicht. Aber das ist ziemlich wässrig. Aber da steht drauf ohne Zuckerzusatz. Ich glaube, da ist sehr wenig drin. Nee, 5 Gramm. Oh, das ist ja echt. Nee. Aber nicht so schlimm. Ist ein bisschen gesünder. Guck mal, ist auch eigentlich für Babys gedacht oder so. Also ich muss sagen, man kann das auf jeden Fall trinken. Mein Lieblingsgetränk ist es jetzt nicht. So, und das letzte. Eine Palette. Junge, ich stand vor dem. Ich stand vor diesem Schminkzeug. Das, weißt du, wie viel Schminke es da gibt? Ja, und du hast genau das ausgesucht, was ich schon habe. Und was ich demnächst nochmal habe, weil ich das nochmal zugeschickt habe. Das hast du schon? Ja. Zweimal. Das ist die dritte. Verlust du die oft? Das ist in Ordnung, wenn ich die verlose. Sag gleich, dass ich Scheiße gekauft habe. Nein, das ist nicht scheiße, aber ich habe sie halt einmal offen und einmal noch geschlossen komplett. Und jetzt noch ein drittes Mal geschlossen komplett. Kannst du gerne machen. Aber benutzt sie an sich? Ja. Weil ich fand von den Farben her hat es voll gut gepasst, glaube ich. Ja. Die ist auch an sich schön. Also eigentlich hast du es gut ausgewählt. Ich kaufe mir nicht nochmal Schminke. Ich glaube, du hast, glaube ich, genug Schminke. Ja, eigentlich schon. Aber trotzdem danke, die ist eigentlich ganz schön. Also, die werde ich an euch verlosen auf Instagram. Da habe ich noch, so eine ganze Box voll mit Schminkkram, was ich alles verlosen werde. Die kommt auf jeden Fall dazu. Aber hast du trotzdem toll gemacht. Dankeschön. Der ist auch Und gut. Ich habe keine Müllschminke gekauft, was du gar nicht benutzen würdest. Das heißt, eigentlich würdest du es ja benutzen, hättest du es nicht schon ein paar Mal da gehabt. Also habe ich gut getroffen, das, was du auch kaufen würdest. Ja, aber das sieht nicht aus wie 50 Euro irgendwie. Sieht aus wie 20 Euro. Ich bin stolz auf dich. Sollen wir das nochmal machen? Schreibt es gerne jetzt in die Kommentare rein. Sollen wir mal so eine extra Schmink-Edition machen? Lieber nicht. Du brauchst mein ganzes Make-up. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wie stehen wir eigentlich hier? Nee. Chillig. Hinterlasst ein Video gerne nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.